Das Haus, das Auto, die Schule, die Straße. Die moderne Welt hat den Auftrag erhalten, uns ein Gefühl der Sättigung in Bezug auf Plätze und Räumlichkeiten unseres täglichen Lebens zu geben. Doch nicht nur das. Unser tägliches Leben wird auch von einer zeitlichen Struktur umrahmt. Die Uhr tickt, Minute vor Minute, Stunde vor Stunde. Die Geschichte wird in Ereignisse gemessen, mit Beziehungen zwischen Individuen, die angetrieben werden, ihre Individualität immer weiter zu kennzeichnen, um sich an jedem Ort und in jedem Moment identifizieren zu können. Diese Sättigung von Zeit, Raum und Identität nennt Usher Hypermodernität. Es ist der Übermaß von allem, die Überladung, die wir nicht als solche erkennen, dass sie bereits für die, die wir in ihr leben, natürlich geworden ist. Laut dem Autor erzeugt die Hypermodernität die Nichtorte, diese Räume, in denen die Sättigung solche Ausmaße annimmt, dass sie die gegenteiligen Wirkung erzielen. Es existiert nichts mehr. Es existiert so viel Identität, dass wir anonym werden. Es existiert kein Raum für soziale Beziehungen, denn jeder Einzelne ist ein Abbild des anderen. Doch sind die Nichtorte tatsächlich möglich? Kann man eine klare Linie zwischen den Orten und den Nichtorten ziehen? Wenn sich jedes Individuum den Raum aneignet oder nicht, ihm eine neue Bedeutung gibt, kann ein Nichtort des einen für den anderen zu einem Ort werden. Alles hängt von der Kodierung, die ihm oder ihr gegeben wird. Ab und diese Kodierung ermöglicht die neue Definition der Hypermodernität. Thank you.